Vor einigen Jahren klingelte es früh morgens an der Tür. Es standen 6 Polizisten da, die mir einen Haftbefehl zeigten. Sie nahmen mich mit nach Aarau ins Bezirksgefängnis. Dort wurde ich noch am selben Tag dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Der legte mir einen Raubüberfall zur Last. Sie schlossen mich in eine Zelle ein. Das war der Horror. Ich hatte Angst. Ich wusste nicht mehr weiter. Ich wusste nicht, wie ich sie von meiner Unschuld überzeugen kann. Ich wusste nicht, ob und wann ich wieder frei sein kann. Nicht so wie früher einmal, als ich schon mal verhaftet wurde. Dort wusste ich genau, wann ich wieder frei sein kann. Diesmal war es anders. Gottlob wurde 14 Tage später der richtige Täter erwischt. Man entließ mich. Also das Erlebnis, als ich im Spital war und zu mir kam im Bett und die Diagnose doppelseitige schwere Lungenentzündung hörte, schoss es mir durch den Kopf, wirst du weiterleben oder wirst du jetzt sterben? Das war ein so starkes Gefühl, dass ich nicht bewusst beeinflussen konnte. In dieser Nacht habe ich so stark geschwitzt, dass ich das hohe Fieber auf normale Temperatur reduziert hat und ich das Spital früher als vom Arzt gedacht verlassen konnte. Dieser Moment, wo ich mich fragte, sterbe ich oder lebe ich weiter, war so eindrücklich, dass mich dieser Moment auch 26 Jahre später noch sehr bewegt. Mein Mann und ich haben uns überlegt, was wir machen werden, wenn wir mal sterben werden. Wir haben uns einen Platz gesucht, wo wir begraben werden möchten und ihn gefunden. In Deerhurst, England, der Pfarrei, wo wir unsere Zweisamkeit immer wieder spüren, Gottesdienste besuchen und auch dort sein können, um ganz still zu werden. Wir werden dort begraben werden und für uns wird das Ostern Auferstehung sein, im Hinblick auf den Glauben, dass es weitergehen wird.